Aus dem AM-Studio der HDM in Stuttgart. Die Stufe Late Night Show mit Anna-Maria Ihle und Christoph Vogt. Gib mir deine Hand. Herzlich willkommen zur ersten Stufe Late Night Show. Unser Gast ist heute Florian Rupp. Ja, Florian hat zusammen mit seinen Studienkollegen eine App entwickelt, die wird für Weltfrieden, glaube ich, auf jeder Party sorgen. Aber jetzt erstmal zu einem anderen Thema. Mhm. Es sind Ferien. Ja, oder wie die Professoren sagen würden, vorlesungsfreie Zeit. Ja. Das ist die Zeit, in der man mal richtig schön gediegen sich wieder einen reinkippt, irgendwelche Orgien feiert auf Malle und dann wochenlang danach ausnüchtert. Was machen die Studenten? Urlaub oder so. Ja, übrigens, nächstes Semester, nicht so cool, gibt es dann wieder Studiengebühren für ausländische Studenten und für Übermotivierte, die zum zweiten Mal studieren. Dafür werden aber dann die Gleise bei Stuttgart 21 richtig schön verchromt. Nee. Wenn, dann schon richtig nice vergoldet. Ja, und bis der Bahnhof dann fertig ist, können eure Kids nach ihrem miserablen Philosophiestudium noch was mit Medien dranhängen. Wie wär's? Wäre nicht schlecht, oder? Ja, und nächstes Semester könnte noch was anderes sich ändern. Und zwar könnten wir einen neuen Bundeskanzler haben. Weißt du, von wem ich rede? Ach, du meinst den, der auch im Europaparlament sitzt? Ja. Ach, wie heißt der nochmal? Martin Schulz. Ja, genau, genau. Kenne ich nicht. Stichwort aufstrebende Karrieren, mehr oder weniger. Ich habe jetzt richtig cool einen Ferienjob bei Daimler bekommen. 2,7 netto im Monat bis Oktober. Richtig cool. Oh, nice. Was machst du mit der Kohle? Ich denke mal im nächsten Semester so zweimal die Woche essbar. Ist schon drin. Das wird maximal für 2 Monate reichen. Wieso? Ja, wenn wir deine Essensgewohnheiten ansehen. Wieso? Um 6 Uhr morgens holst du dir erstmal einen Joghurt. Um 11 Uhr holst du dir so einen blöden Rucola-Salat. Um 13 Uhr dann Schnitzel mit Pommes und um 16 Uhr kommt dann dein Bum-Bum-Eis. Also du hast gerade nur Sachen aufgelistet, die ich niemals essen würde. Ja, ich vertrage keine Milchprodukte, ich hasse Rucola-Salat, ja, ich bin Vegetarier und Bum-Bum-Eis. Bum-Bum-Eis ist was für Kinder. Ja, das würde erklären, warum du so ein Spargel bist. By the way, wir wollten dieses Semester mal von euch wissen, was sind eure Essgewohnheiten auf dem Campus? Dazu haben wir unsere besten Reporter Luca und Timo losgeschickt und wollten es von euch hören. Wir schreiben das Jahr 2017. Zwei ungestüme junge Sidekicks machen sich auf den Weg, um in dem unentdeckten Reich der HDM eine Umfrage am gemeinen Fußvolk durchzuführen. Während sie... wir können das erklären. Ah, Mann, warum bekommen wir eigentlich immer die undankbaren Jobs? Anfragen machen einfach null Bock, Alter. Das ist so scheiße. Jetzt hör doch mal auf zu filmen, ey. Das macht doch gar keinen Sinn jetzt. Es wäre einfach viel lustiger, wenn wir irgendwas anderes machen können. Ich meine, guck dir mal die da drüben an. Hä, was, wo? Szenenwechsel. Hey, Luca, ist das etwa eine Karotte? Nein. Und eine Orange? Nein. Und eine AX Galericulata? Timo, das Lateinisch für Mandarinente. Ist das ein Ja? Nein. Ach Mann, das ist aber auch kompliziert. Weißt du, manchmal habe ich Wörter in meinem Kopf und dann denke ich an die und dann bringe ich das durcheinander. Oh Mann! Ja, das verstehe ich. Weißt du, auch so. Ich komme da einfach nicht drauf. Warte mal. Wir sollen schnell zur nächsten Szene springen. Oh, Alter, voll krass, ey. Junge, wie hat es denn geklappt? Keine Ahnung, Mann. Jungs, ihr seid so unseriös. Ihr sollt eine Umfrage machen. Und ist sowas von 2016? Claudia? Wir beide sind hier die Stars. Also ich meine, hat dich einer gefragt, hast du das Drehbuch geschrieben? Ja, also wirklich, ey. Also. Ich heiße nicht mal Claudia. Mann, wir haben immer noch nichts, ey. Ich weiß, das ist für ein Arsch. Weißt du, keine Ahnung, Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie haben eigentlich Leute früher Umfragen gemacht? Keine Ahnung. Oh, oh doch, warte mal. Ey, Bernd, ich habe voll die geile Idee. Mach mal so eine Vergangenheitsrückblende. Oh ja, so eine coole, so eine Zeitreise, so swoosh, so ein fancy Schnittbild rein. Ja, hau mal rein. Achtung, hier wäre eigentlich eine zu 100% historisch korrekte Rückblende zu sehen. Da wir uns jedoch weder gute Kostüme noch weitere Hauptdarsteller leisten konnten, zeigen wir einfach wieder die gleichen beiden Schlachtpfeifen. Das lief ja jetzt irgendwie nicht so gut. Nicht so gut mit der Umfrage, ne. Wir haben nicht mal ein Thema gehabt. Okay, was sagen wir jetzt den anderen? Jungs. Wolltet ihr nicht eine Umfrage machen oder so? Anna, du! Mann, wie geht's denn? Oh, guck mal! Oh, das ist voll dumm, musste ich wirklich um... Oh mein... Lauf! Was? Zur Seite, Ulrike! Ich heiße auch nicht Ulrike!
Wetter ist bekanntlich rum. Auch dieses Mal gab es wieder Projekte en masse. 99% davon kannst du in die Tonne kloppen. Das restliche Prozent davon wird an der Media Night ausgestellt. Aber Chris, was ist die Media Night eigentlich? Sehr gut, dass du fragst. Media Night ist einmal im Jahr bzw. einmal im Semester, wenn alle Besucher VR-Brillen tragen und dadurch dann nicht sehen können, dass die Entwickler hinter den Messeständen sich einen hinter die Binde kippen. Unser heutiger Gast hat dieses Massenbesäufnis überlebt und konnte sogar sein App-Projekt retten. Ladies and Gentlemen, Hunde und Katzen, herzlich willkommen, Florian Rupp! Hallo! Hi! Setz dich zu uns. Dankeschön, ja. So, deine App heißt Partify und bringt ja Weltfrieden auf jede Party, habe ich vorhin gesagt. Was macht die denn jetzt genau? Ja, Partify, also was denkt man denn bei Partify? Also da erinnert es mich schon gleich an Spotify. Mhm. Da haben wir auch den Namen geklaut so ein bisschen. Aber wir machen nämlich was mit Spotify. Was denn? Mit Spotify, wir bieten den Gästen eine Möglichkeit, interaktiv auf einer Party auf die Musik Einfluss zu nehmen. Ja. Okay, also quasi Demokratie auf jeder Party. Ganz genau, so ist auch unser Slogan. Okay, so schauen wir uns das jetzt mal ganz genau an. Ich hole mal deinen Laptop her. Chris, fall nicht runter. Ja, alles gut. So, kriegen wir hin. Wir sind jetzt hier die Party an sich. Wir haben ja mal hier Stufe Live die Party vorbereitet. Voll gut. Und eben das ist dann das, was die Gäste theoretisch sehen können als Überblick. Mhm. Und können eben diesen QR-Code scannen. Das mache ich jetzt mal hier. Genau, mach das mal. Und dann kannst du quasi mit deinem Handy direkt abstimmen, welche Musik jetzt theoretisch als nächstes kommen wird. Und was mache ich jetzt beispielsweise, wenn ich alle richtig abfacken will und Helene Fischer mit Atemlos spielen möchte? Ja, bei Helene Fischer, da hättest du die Möglichkeit, selbst ein Lied natürlich hinzuzufügen. Das heißt Demokratie für jede Party natürlich. Hast du die Möglichkeit, auch deinen eigenen Wunsch mit einzubringen. Weißt du nicht, refresh. Bei Helene Fischer wärst du wahrscheinlich alleine, aber Demokratie natürlich. Ich hab's direkt mal gemacht. Das sehen wir schon, ja. Atemlos hat natürlich ein Like bekommen. Oh mein Gott, mein Lieblingslied. Ja, ja, ja. Keine Sorge, wir werden es jetzt nicht spielen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine mega Idee. Wie schaut es denn aus? Hat Spotify schon Interesse bekundet? Na, bisher haben wir es mal angeschrieben, aber es kam leider nichts zurück. Aber okay, aber es wäre ich denke mal, natürlich. Versagt es ja, oder? Ja. Ja, da muss man mal schauen, was die HDM so bietet, wie lange wir die Server behalten dürfen, mal schauen. Also hier mal bei den Handy die Server hier verwalten. Lasst Partify noch ein bisschen stehen. Ja, sehr cool. Genau. Wo lernt man denn eigentlich so, beziehungsweise wo entwickelt man eigentlich so eine App in der HDM? Ja, gut, man geht natürlich in die Medieninformatikerräume. Also du weißt schon, in denen, wo immer die Rollladen unten sind und wo man so eine geile Ladenparty schmeißen kann. Ja, oder man macht es natürlich zu Hause natürlich per Homeoffice, über Skype-Konferenzen oder einfach mal entspannt am Küchentisch mit den Projektleuten, mit einem Bierchen. Geht natürlich genauso. Also man muss schon sich seinen eigenen Weg suchen und natürlich auch Spaß dabei haben, ganz wichtig. Okay. Ein guter Ort wäre normalerweise ja auch die Lernwelt. Da kann sich jeder reinsetzen hier und sein Zeug machen. Das Problem ist bloß, du bist nie allein. Thank you.
bitte nichts, Sven. Kann man nicht mal in Ruhe lernen? So, Flo musste schon wieder weiter zur nächsten Party. Aber Chris, ich wusste, dass du eine dunkle Seite hast. Und ich habe jetzt echt Schiss vor dem, was wirklich kommt, ne? Ja, wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Und zwar hat jeder von uns beiden zwei Geschichten vorbereitet. Eine ist wahr und eine ist eine Lüge. Jeder von uns erzählt eine Geschichte und der andere muss innerhalb von drei Fragen rausfinden, ob sie stimmt oder nicht. Okay? Okay. So, das sind deine zwei Umschläge. Okay. Wir nehmen den da hier. Okay. Den hätte ich gern. Okay. Bin mal gespannt. Okay. Ich bin vor 2 Jahren aus einem Flugzeug gesprungen, sowie 2 Tage danach in eine Schlucht von 140 Metern gesprungen. Okay. Warst du vor 2 Jahren, da warst du, Gott, da warst du noch ein Kind. Warst du in Australien? Warst du ganz weit weg? Ja, ich war in Neuseeland, glaube ich. Glaubst du? Okay, wow. War es freiwillig? Ja, ich glaube zumindest. Die Drogen haben schon wieder nachgelassen, okay, deswegen denke ich. Und würdest du es nochmal machen? Ja, definitiv. Okay, also ich weiß, dass du grundsätzlich, glaube ich, schon Adrenalin-Junkie bist. Von daher würde ich es dir zutrauen. Ich glaube, die Geschichte stimmt. Ja, du hast recht. Ah, wusste einfach nicht. Voll viele Leute haben gesagt, dass ich es mir nicht mal zutrauen würde, dass ich aus dem Flugzeug springe. Deswegen dachte ich, du könntest es auch nicht. Doch. Aber gut. Ich kann es mir schon vorstellen. So, meine Story. Du darfst dir einen Umschlag raussuchen. Alles klar, ich nehme den Otra. Gib her. Ich muss vorlesen. Ja. So. Ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. So, jetzt kommt's. Ich stand 20 Minuten hinter Echtsänger Kim Frank mit einer Kurt Cobain-Maske. Wann war das? Das ist jetzt 5 Jahre her. Und ungefähr. Warum? Der hat damals ein Buch geschrieben. Es ging um den Club 27. Das sind die ganzen berühmten Leute, die mit 27 gestorben sind, eben Kurt Cobain, Amy Winehouse und so weiter. Und die Interviewerin wollte Leute haben, die hinter Kim Frank stehen, im Echtsänger hier bei Junimond und so weiter, und diese Masken aufhaben. Und dann standen halt tote Leute da hinten. Und ich war halt Kurt Cobain. Und wie hat er reagiert? Ja, er fand es sehr morbide. Wir hatten dann auch irgendwie so Rasierklingen auf dem Tisch und so. Und es war alles sehr, sehr morbide irgendwie. Aber ich stand dann da hinter ihm irgendwie und stand, ich hatte schwarze Klamotten an irgendwie und hatte diese Maske auf. Okay. Ha. Also so an sich könnte ich es dir zutrauen. Mit deiner Vergangenheit. Mit meiner Vergangenheit? Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen schon im Fernsehen was gemacht als Praktikant. Also ich denke, die Story ist wahr. Ja, okay. Super. Nice. Aber genug von uns. Unsere Profs haben auch schmutzige Geheimnisse. Norman hat ihnen in der Mittagspause aufgelauert. Unverschämt im Aufzug. Hallo, Herr Kamps. Hallo. Hallo, Frau Schadler. Hallo. Schönen Tag, Herr Keber. Hallo. Schönen Tag, Frau Bader. Hallo. Hallo, Herr Müller. Hallo. Schöne Semesterferien. Viel Spaß im Schwimmbad. Tun Sie nichts, was ich nicht auch tun würde. Jetzt kann man Luft holen. Schöne Semesterferien. Findet ziemlich spät statt. Ein sehr, sehr starker, guter Kaffee aus einer sehr, sehr guten Kaffeemaschine. Oh, mindestens 3 Tassen Milchkaffee und 4 Croissants mit Marmelade. Speck, Eier, Bohnen, Tomaten. Lang schlafen und dann viel frühstücken. Ich nehme meistens mit einen dicken Stapel hervorragender Reportagen, Kolumnen und sonstiger Texte, die ich dann in Semesterferien lesen muss. Jede Menge Prüfungsarbeiten zum Korrigieren. Den Computer. Und einen ganzen Stapel Bachelor- und Masterarbeiten. Schweden. Nach Sardinien. Andalusien, Jerez. Leider noch nirgendwo hin, sehr spontan. Einer ganz normalen Short, nicht mehr, nicht weniger. Bikini und Handtuch. Badehose, Flipflops, T-Shirt. Oh, da muss ich echt überlegen. Ich hab Promi. Oh, ich bin überhaupt nicht Promi-affin, ich kenne sie ja nicht mal. Anne Will. Auf
für eine Grillparty? Leonardo DiCaprio. Auf einer Grillparty wahrscheinlich witzig wäre, fällt mir jetzt spontan ein, Dieter Bohlen. Das ist bestimmt sehr unterhaltsam. Eine Autopanne auf freier Strecke. Ein super lautes Hotel. Ich bin einmal durch Sibirien gewandert. Das war ein bisschen gruselig, weil wir da noch warme, am Morgen noch wirklich dampfende Bärenscheiße auf dem Wanderweg gefunden haben. Schlimmstes Urlaubserlebnis, Begegnung mit sehr vielen Insekten unterschiedlichster Couleur, vor allem besonders großer Formen von Kakerlaken auf der ansonsten sehr schönen Insel oder in Madagaskar, auf Madagaskar. Die letzte, glaube ich, ja. Dann vielen Dank, Herr Kamps. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Keine. Sehr gut. Schade. Sie dürfen mich alles fragen. Schöne Ferien hier. Danke. Dankeschön. Und tschüss. Tschüss. Schöne Ferien. Danke. Das war unsere Show für heute. Vielen Dank nochmal an Florian Rupp für die Vorstellung seiner App Spotify. Und ja, tschüss nochmal an die Profs und an die S-Bar. Wir werden auch im nächsten Semester nicht so oft auftauchen, wie ihr euch das vorstellt. So, Anna. Wer soll das jetzt alles aufräumen? Ich glaube nicht, dass wir das machen. Hallo, das ist doch jetzt nicht mit Hallo, Anni. Anni. Der holt mir jetzt den Kerwisch. Ich hol den Kerwisch. Du kannst schon mal anfangen. Toll, danke. Weißt du, der ist jetzt weg.